äußern. Wir machen heute hier eine Talkshow, die eigentlich auf ARD und ZDF laufen sollte, aber die packen das Thema politischer Islam nicht an, weil sie feige sind, ja? Weil sie genau wissen, dass das ein heißes Thema ist und weil das dann auch relativ viele kontroverse Diskussionen hervorrufen könnte und wahrscheinlich haben sie auch Angst, dass das dann Wasser auf die Mühlen der AfD wäre, wenn man die Gefahren des politischen Islams ansprechen würde. Dann würden die Menschen nämlich aufwachen. Denn momentan werden sie von den Massenmedien und von den Altpolitikern in so einen Dämmerschlaf gehalten. Mit dem ewigen Mantra, der Islam gehört zu Deutschland, Islam bedeutet Frieden, Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun, Extremisten missbrauchen den Islam. Alles Lügen, Freunde. Unsere Kanzlerin lügt, wenn sie das sagt. Ja? Und alle anderen auch. Und wir sagen es immer wieder. Jeder Bundestagsabgeordnete, der in den Reichstag reingeht, sollte oben sich anschauen, was auf dem Reichstag steht. Dem deutschen Volke und nicht dem politischen Islam. Und wir müssen denen echt auf die Finger klopfen jetzt, diesen ganzen Bundestagsabgeordneten. Und Gott sei Dank ist jetzt die AfD mit über 90 Leuten da drin und die klopfen ihnen auf die Finger. Freunde, hört euch die Bundestagsreden an von einem Dr. Gottfried Curio. Jede Rede wie ein Orchester, jeder Satz auf den Punkt gebracht. Der stellt den Islam dar, genauso wie er ist. Und die ganzen Berufsempörten wie Claudia Roth und Hofreiter haben nichts anderes zu tun, als genauso rumzuplärren, wie hier die Antifa auf der Straße rumplärt. Sie Hetzer und was weiß ich, Rassist, was er alles plärt. Die Vollidioten. Der Regierung wird jetzt um den Bundestag um einen großen Graben, 2,5 Meter tief, 10 Meter breit, plus einen Zaun bauen, weil sie Angst vor den Folgen ihrer eigenen Regierung haben. Sie wollen sich einbunkern. Weißt du, was mich das erinnert? An den Führerbunker in Berlin, verstehst du? Das letzte Einbunkern. Meine Herren Gesandten, Leute, und wir fordern auch, dass nicht unsere Weihnachtsmärkte mit Betonsäulen eingebunkert werden, unsere Feste wie das Oktoberfest mit dem Zaun gesichert werden muss, dass hunderte Polizisten unsere Feste sichern müssen. Nein, wir wollen, dass der Grundlage für den ganzen Terror auf den Grund gegangen wird, den politischen Islam, und der verboten wird. Und dann brauchen wir keine Betonpoller mehr. Dann brauchen wir keine hunderten Polizisten zur Sicherheit mehr. Dann haben wir unser Deutschland wieder zurück, wie es früher einmal war. Frei, sicher, demokratisch. Das wollen wir wieder haben, Freunde. Und das kann nichts Falsches sein und nichts Unrechtes, das zu fordern. Ja? Und jeder, der uns mit unserer faktisch fundierten Aufklärung als Rassisten beleidigt, als Fremdenfeinde, als Ausländerfeinde, ist entweder absolut unwissend über das, was wir machen, oder ist ein bösartiger politischer Kampfpropagandist und Verleumder. Und ich sag's nochmal, wir werden uns nichts mehr in dieser Hinsicht gefallen lassen, denn der Islam ist keine Rasse, folglich kann Islamkritik auch kein Rassismus sein. Wir haben viele ausländische Freunde, wie hier unseren Freund aus Syrien, ja, überzeugt aus dem Islam ausgetreten, und er sagt, genau was wir sagen ist richtig. Ja, ja, genau. Und zwar, ich glaube, dass man echt akzeptieren sollte, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land ist. Ich bin selber auch nicht so wirklich christlich geprägt, aber ich glaube, das sollte man einfach echt akzeptieren. Und ja. Richtig. Und darüber hinaus, es ist ja völlig egal, ich bin ja mit dir einer Meinung, ich bin ja auch Agnostiker oder Atheist, wie auch immer, ja, aber wir sehen das Christentum sympathisch, weil es einfach eine gute Philosophie ist. Mit dem Christentum kannst du nichts falsch machen im Prinzip. Ja? So, und was wir aber unmissverständlich fordern, in Deutschland muss der absolute Vorrang sein von den von Menschen verabschiedeten Gesetzen, unserem Grundgesetz, Vorrang vor jeglichen religiösen Bestimmungen und das ohne Kompromiss, Freunde. Religiöse Bestimmungen
aus Religionen, die tausend und noch viel mehr Jahre älter sind, haben nichts verloren. Und wir werden keine einzige islamische Sonderregel aus dieser 1400 Jahren alten Ideologie, die auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens entstanden ist, hier bei uns akzeptieren. Mit den Sonderrechten für den Islam muss ein für alle Mal Schluss sein. Sie haben sich an unsere Gesetze, unsere Werte, unsere Regeln zu halten und das ohne Ausnahme. Da gibt es eine Schwierigkeit, ja, weil viele die säkularen Muslime ansprechen. Ich habe da auch viele Freunde, viele kennen ihren eigenen Koran nicht. Was man aber wissen muss, ein Beispiel aus der Türkei, da gibt es den Tag der Entfesselung. Das ist dann, wenn Erdogan den Dschihad aussucht. Da müssen auch alle säkularen Muslime mitmachen, sonst werden sie von ihren eigenen Leuten als Agnostiker getötet. Das muss man einfach wissen. Das ist eine Gefahr, eine existenzielle. Wir haben es in Ägypten erlebt, wir haben es in Persien, jetzt Iran erlebt. Das kann hier und wird, wenn es so weitergeht, auch passieren. Genau richtig. Und jetzt geht es noch weiter mit unseren Plakaten, um die mal alle zu erklären. Wir haben ja oft diese Gegendemonstrationen, wie sie auch in Chemnitz stattgefunden haben. Ja? Da waren ja besorgte Bürger auf der Straße, da hat die AfD einen Trauerzug gemacht für die Ermordeten in Deutschland, die also von dem islamischen Terror hier umgebracht wurden. Und dann gab es ein großes Konzert, wo auch die ja, feine Sahne Fischfilet, gell, diese linksextremistische Band, die übrigens auch geschlagen von Polizisten propagiert, ne, was der Steinmeier auch noch gelobt hat, unser Bundespräsident. Ja, übrigens auch einer, der früher bei den Jusos sehr extremistisch drauf war, Steinmeier muss man auch wissen. Ja, das sind die ganzen Linken, die jetzt bei uns hohe Ämter bekleiden. Da muss man alles wissen. Und da haben die da so ein Konzert gemacht, 65.000 waren da, tote Hosen waren da auch mit dabei. Gell. Das sind immer die Ersten, die aufmarschieren, ne, wenn irgendwie hier da das Ganze relativiert werden soll mit dem islamischen Terror. Und da hieß es, wir sind mehr, wir sind mehr. Da haben wir mal dieses Plakat, ja, die Nazis, die waren auch damals mehr, gell, das waren Hunderttausende, das waren Millionen, alle der falschen Ideologie hintergelaufen. Die da unten waren weniger, ne, die weiße Rose, die waren weniger. Und wer hatte recht? Die unten. Die unten. Ja. Genau. Die Masse hat nicht immer recht. In der DDR hatte die Masse nicht recht, bei den Nazis hatte die Masse nicht recht, bei den Kommunisten, der Sowjetunion und China hat die Masse nicht recht gehabt. Es sind oftmals die wenigen. Ja? Und wir sind die wenigen, die die Wahrheit aussprechen. Wir sind die wiedergegründete Weiße Rose, wir sind die Aufklärer gegen jede totalitäre Ideologie und wir werden es so lange machen, bis wir auch in Deutschland mehr sind, Freunde.